Hey Michi, mach doch mal einen Vlog, vielleicht einmal in der Woche, zum Beispiel was momentan bei dir los ist und was du zurzeit machst. Wäre interessant, finde ich. Okay! Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer weiteren Folge von Kaisers Freitag. Immer noch ohne Intro. Ich habe mir gedacht, dass ich mal wieder so einen Kaisers Freitag mache. Es ist, glaube ich, schon echt lange her. Wie lang? Ja, 23. März. Ist schon wieder eine Weile. Und ich glaube, ich habe euch bereits vor einem Monat auf Facebook gefragt, dass ihr mir wieder mal auf AskFM coole Fragen stellen sollt, die ich dann vor der Kamera beantworte. Und da mein AskFM-Post voll ziemlich fett ist und da ziemlich coole Fragen dabei waren, habe ich mir gedacht, okay, ich zeige euch mal so hinter den Kulissen, was so für Fragen ich so bekomme und beantworte sie gleichzeitig mit euch. Let's go! Du bist so süß. Danke. Ist nur Nutella. Nutella ist zwar super gut, aber die Zähne schauen dann nicht so schön danach aus. Aber danke fürs Kompliment. Welches Spiel hast du bis jetzt am meisten gefeiert und hast du mal kostenlose Online-Games wie zum Beispiel League of Legends gezockt? Also Lieblingsgames habe ich super viele und das wären jetzt viel zu viel. Ich habe mal ein paar Super Mario 64, Alundra für die PS1, Dino Crisis für die PS1 und Heart of Darkness für die PS1 und da mag ich alle Metal Gear Teile und Final Fantasy, das neue Remake für die PS3 und Dark Souls und ich habe so viele Games, wäre ich heute nicht fertig, aber ich habe ziemlich viele. Und Online-Games, ich habe eine lange Zeit mit Dad Cheap League of Legends gezockt und habe es auch früher oft privat gezockt, aber jetzt spiele ich fast kein LOL mehr. Früher habe ich viel WoW gezockt und jetzt spiele ich gerade Arch Age Online, was ein super cooles MMORPG ist. Das spiele ich gerade und DayZ ist halt auch ein Online-Game. Sind also auch gut. Michi, du hast meinen Bruder angesteckt. Seitdem er angefangen hat, deine Videos zu schauen, kommt er öfter mal in mein Zimmer und sagt oft Sachen wie Look at this oder Tobi, is that you? Oder zum Beispiel I got this. Extrem lustig. Bitte mach weiter so. Bist mit Abstand mein Favorite YouTuber. Sag dein Bruder, ich bin stolz auf ihn. Was für ein guter Junge. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. What the fuck, umfdogs.com. Das musst du sehen. Okay. Was für ein Scheiß. Ich korrigiere, ist richtig awesome. Du und Dominik, bist du schwul? Nein. Ich hab eine Freundin seit letztem Jahr und die hat auch oft bei meinen Let's Plays mitgemacht. Und der Dominik hat bei diesem Video nur ein Küsschen bekommen, weil beste Freunde, die dürfen das. Die dürfen alles. Ganz wichtige Frage, Thor oder Loki? Batman. Wie oft guckst du so auf deine Google-E-Mails bzw. antwortest du dort? Also wenn du YouTube hast, dann bringt das irgendwie irrsinnig viel mit sich. Du kriegst auf einmal Facebook, du hast Google+, du hast irgendwann AskFM, du hast einen privaten E-Mail-Account, du hast einen YouTuber-Posteingang. Also da sammelt sich schon recht viel an und das fällt dir gar nicht auf. Und hättest du eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, irgendwie deine E-Mails durchzuschauen? Aber am meisten, und das ist echt so, am meisten achte ich eigentlich drauf, was mir die Leute in die Kommentare oder auf Facebook schreiben, weil es da einfach am übersichtlichen ist. Und wenn jetzt pro Video 40 Kommentare kommen, dann kann man sich das durchlesen. Es geht auch viel schneller, als wenn man jetzt jede E-Mail einzeln checkt. Also meistens lese ich eigentlich die Kommentare oder die Facebook-Nachrichten, obwohl es da jetzt auch schon wieder so viel sind. Was sind die schlimmsten Voraussetzungen für ein Horror-Game gegen zum Beispiel schreiend oder rennend? Vielleicht macht dann jemand ein Game draus. Bitte nicht, du Sadist! Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn irgendwas auf dich zuläuft und Tentakel hat. Ich hasse irgendwelche Gegner, die Tentakel haben oder so. Und auf dich zurennen und kreischen. Das ist das absolut Schlimmste. Wo sollte man dir am besten Spielvorschläge sein? Facebook oder YouTube? Ja, so ein Mischding. Facebook, private Nachricht oder Kommentare. Was hältst du von Slender? Mit freundlichen Grüßen, ein Fan. Warum 12 Sachen? Ein Foto haben wir. Kenne ich nicht. Erste drei Liker, eine Frage, plus 10 Likes und ein... What? Antwort ist 35. Mich, sag mal, ich liebe dich. Dann kriegst vielleicht einen Kuss von der Ziege. Ich liebe dich. Ich wollte den Kuss von der Ziege! Wie findest du dicke Kinder? Die Frage. Also beim Versteckspielen
eher leicht, weil sie ja dick sind. Ja, aber keine Ahnung, was für eine Frage. Ich hab nichts gegen sie. Ich habe auch einen dicken Freund, Dominik. Wo wohnst du überhaupt? Ich möchte Post schicken. Solche Anfragen echt am besten per Facebook. Wo wohnst du überhaupt? Ich möchte Post schicken. Facebook, Facebook. Legst du viel Wert aufs Äußere? Eigentlich wollte ich aus der Frage was Lustiges machen und mir Gurken auf die Augen legen. Aber ich habe leider keine Gurken da. Dann wollte ich mir Bananen und ich habe auch keine Bananen da. Aber ob ich viel Wert aufs Äußere lege? Eigentlich schon. Es gibt nichts Geschisseneres, als wenn du weißt, dass du stinkst und du hast kein Deo mit. Also ich mag den Axe-Spray nicht, ich mag den viel lieber, weil der hält auch tausendmal länger und du merkst, wie alle Leute so um dich rumgehen. Also eigentlich, ich denke schon, ja. Oder sagen wir mal so, um dem Klischeebild des Gamers entgegenzuwirken. Hast du Stalker? Ja, ich glaub noch nicht. Okay, Leute, das war eigentlich ziemlich lustig und ich glaube, das könnte ich öfter machen. Wenn euch das Format gefallen hat, dass ich zukünftig öfter so ein paar AskFM-Fragen vorlesen sollte, das sind echt coole dabei. Ich habe, glaube ich, an das Stück über 900 Fragen und da kommt schon ein Haufen zusammen. Und wenn ihr Bock habt und ihr könnt selber eine Frage schreiben, der Link, der ist hier und unten in der Beschreibung. Nicht böse, wenn ich sie nicht beantworten kann, aber ich habe, glaube ich, 900 unbeantwortete, aber die coolen, die beantworte ich sicher. Nur wann weiß ich halt oft nicht. Ansonsten danke an Mario, der mein Stalker war und einen eigenen Manga macht und mir zukünftig bei meinem zweiten Kanal, wenn er kommt, mein Intro macht. Seine Facebook-Page ist unten in der Beschreibung. Der Manga spielt in Wien, was super awesome ist. Ansonsten, wenn euch das Format gefallen hat oder so, dann schreibt mir das in die Kommentare, sagt mir, wie ihr das fandet. Ich hätte Bock, wieder mehr zu vloggen und ich sehe gerade, dass mir das echt Spaß macht und mir vorkommt wie 5 Minuten, aber die Kamera jetzt, glaube ich, schon 20 Minuten läuft. Rennt, aber ich habe auch Spiele und so geholt. Ansonsten, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Kaiser Kapuzo, es war mir eine Ehre. Wir sehen sich. 3, 2, 1. Schönes Wochenende. Ciao. Deutschsprachigen Raum als der König der Lüfte beschrieben wird. Von außen her sind sie beide komplett verschieben. Bis auf der Penis. Der ist geblieben. Oh Leute, ich bin muskulöser geworden. Look at that legs. Look at that legs. Oh, da hinten ist ein Turm. Oh, wir werden muskulös zu diesem Turm springen. Rosalinde, was machst du in meinem Turm? Hermes ist da. Hermes ist da und Hermes ist viel größer. Oh, mein Kopf. Ah, so, Hermes goes.